Hallo am Montag. Zum Wochenbeginn stehe ich hier mit Jens aus der Redaktion. Hallo. Hi, hallo. Du warst heute in der Innenstadt von Hameln unterwegs. Da gab es eine Aktion, die findet alle Jahre statt. Da sind ganz viele Kinder auf ihren Fahrrädern unterwegs gewesen. Kannst du mal kurz erzählen, was da los war? Ja, es gab die jährliche große Fahrradprüfung, also knapp über 500 Schülerinnen und Schüler von den 15 Grundschulen im Stadtgebiet sind es ja, haben daran teilgenommen, grob 520 waren es. War richtig was los auf dem Rathausplatz und natürlich drumherum. Die haben ja natürlich dann Gröninger Straße, Wettorstraße sind sie da lang gefahren. Mussten verschiedene Prüfungen absolvieren und auf dem Rathausplatz war noch ein Parcours aufgebaut und also dichtes Treiben, buntes Treiben heute. Und wie waren denn die Radfahrer so drauf? Also sind die alle durch die Prüfung gekommen oder gab es da irgendwelche Auffälligkeiten in diesem Jahr? Also Prüfung muss man ein bisschen in Anführungsstrichen setzen. Das ist, man macht da kein Diplom im Fahrradfahren oder so. Man hat teilgenommen und man hat weniger erfolgreich teilgenommen. So kann man das ungefähr beschreiben. Alle bestanden sozusagen? Alle bestanden, mit manche mit 3+ und manche mit 1+, so ungefähr kann man das sagen. Was aber jetzt auffällig war und mich teilweise überrascht hat, also ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, von der Verkehrswacht von der Stadt Hameln und von der Polizei Hameln, dass es wohl ja ein Trend ist, dass die Kinder und Schüler ein bisschen schlechter Fahrrad fahren können. Das hat sich wohl die letzten Jahre so entwickelt. Also es geht da um Motorik, um Gleichgewichtssinn und dass die wirklich Schwierigkeiten haben, sich auf dem Fahrrad zu halten und Hindernisse zu umfahren. Das fand ich schon sehr überraschend. Also. Das wirst du uns noch detailliert in einem Online-Artikel heute schreiben und dann morgen für die Zeitung. Könnt ihr euch vielleicht noch an eure Radfahrprüfung damals erinnern? Seid ihr auch auf dem Rathausplatz rumgekurvt? Wie habt ihr bestanden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis dann.